Jo, dann wieder mal ein Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind im in der Zwergenstadt, im Diamantenviertel und hier in der Versammlungshalle, wo wir letzten Teil wahrlich gelebten Parlamentarismus ja, erleben durften. Haben jetzt mit diesem überaus sympathischen Zwerg Vartak gesprochen. Und jetzt will ich eigentlich zu diesem Harrowmont, dem politischen Gegner von dem Prinz Balen. Ja, wer ist das? Dulin, das ist doch der Typ vom Harrowmont, oder? Ja, schauen wir mal. I heard there was a Grey Warden here. I am Doolin Farrender, second to Lord Harrowmont, King Endrin's own choice as successor. Word is spreading that the surface may suffer a blight. It is shameful we are not in a better position to help. Oh, er hat gehört, ein grauer Wächter wäre hier. Er stellt sich vor als Dulin für irgendwas. Zweiter des Fürsten Harrowmont. Nach seiner Aussage die eigene Wahl des Königs zu seinem Nachfolger. Ja, und er hat gehört, dass eben die Oberfläche unter einer Verderbnis leidet und es ist eine Schande, dass sie in keiner besseren Position sind, zu helfen. Ich habe hier Verträge, die Orsamer verpflichten, uns gegen die Verderbnis zu helfen. Ich würde gerne mit Fürst Harrowmont sprechen, oder ich bin beschäftigt derzeit und wir können später sprechen. Ich würde gern mit Fürst Harrowmont In sprechen. an ordinary time, Lord Harrowmont would be honored to meet you. Unfortunately, we've already caught more than one of Balin's spies approaching Harrowmont under a pretense of friendship. So I'm afraid I won't be able to take your word. If you want to speak to Harrowmont, you will need to prove he can trust you. Also in normalen Zeiten wäre der Lord Harrowmont geehrt, mich zu empfangen. Unglücklicherweise haben sie aber Spione erfasst, die auch so Freundschaft vorgeheuchelt haben. Und ja, daher fürchtet er, ja, er kann meinem Wort nicht vertrauen. So eine Frechheit. Ich bin ein grauer Wächter. Ich meine, hallo. Ja, und wenn ich mit Lord Harrowmont sprechen will, dann muss ich halt beweisen, dass er mir vertrauen kann. So, wie kann ich dir beweisen, dass ich nicht für Belen arbeite? Was willst du, dass ich tue? Soll ich Belen öffentlich denunzieren? Hör auf mit diesen Spielchen. Diese Verträge verpflichten euch zu helfen. Oder Vartak wollte, dass ich Harrowmonts Reputation, also Harrowmonts Ruf beschmutze. Soll ich Balen öffentlich denunzieren? If you wish to show you have no loyalty to Balin, then work against him in Harrowmont's name. Balin is hosting a proving today, supposedly to honor his father's memory. The Deshers take it very seriously. And unfortunately, Balin found some way to blackmail or intimidate House Harrowmont's best fighters into stepping down. Ja, okay. Wenn ich meine Loyalität zu Lord Harrowmont beweisen will, dann soll ich für Lord Harrowmont und gegen Balen arbeiten. Balen veranstaltet ein Turnier heute. Und ja, angeblich um den Namen seines Vaters zu ehren oder so ähnlich. Und die Deshire nehmen das sehr ernst. Aber unglücklicherweise hat Balen eine Möglichkeit gefunden, die besten Kämpfer vom Lord Harrowmont zum Zurücktreten zu bewegen, also durch Erpressung und Drohung oder so ähnlich und Einschüchterung. Jo. So, willst du also, dass ich das Turnier im Namen vom Harrowmont betrete? Willst du, dass ich herausfinde, warum eure Kämpfer nicht mehr kämpfen wollen, also ausgeschieden sind? Oder warum, ja genau, warum kümmert sich die Versammlung so sehr darum, wer das Turnier gewinnt? Ja, willst du, dass ich herausfinde, warum die Kämpfer nicht mehr kämpfen wollen? That would be enlightening.
Though I hope you won't pry too deeply into things they don't wish revealed. If you wish to show your loyalty, enter the proving as his lordship's champion. With your order's reputation, I've no doubt the ancestors would favor your arm. Balin would never work with anyone who humiliated him in that way. Harrimont would have no fear of meeting with you then. Beide sind ängstlich, die Zwerge. Ja, das wäre zwar aufschlussreich, aber ich soll nicht zu tief graben, damit keine Dinge aufgedeckt werden, die man nicht will, dass sie aufgedeckt werden. Ja, und wenn ich meine Loyalität beweisen will, dann soll ich das Turnier als der Champion vom Lord Harrimont betreten. Und mit dem Ruf, also der, ja, ich als grauer Wächter, ist er sich sicher, dass auch die Ahnen mich irgendwie unterstützen oder auf meiner Seite sind. Und ja, Balin würde dann niemals mit jemandem zusammenarbeiten, der ihn auf diese Weise erniedrigt hat, und der Harrimont hätte keine Angst mehr, mich zu treffen. Naja, ich werde das Turnier betreten und werde auch sehen, warum die anderen sich zurückgezogen haben. Ich will nicht beginnen, mich da auf eine Seite zu schlagen. Oder ich werde mich vom Lord Harrimont nicht zum der Rumrennerei senden lassen. Boah. Ich lasse mich vom Harrimont nicht herumschicken wie ein Esel. Jo, da, Bruder. Ich schau mal, warum die anderen. Excellent. The arena is located off the commons. Talk to the Proving Master and tell him you're entering Lord Harrimont's roster. The key fighters we lost were Guidon and Beisel. You can look for them in the fighters' preparation chambers behind the ring. And be sure it's before the fights begin. After the first bout, no one may change the roster. If you need to find me again, I will wait in the Tapster's Tavern off the commons. There is no better place to hear gossip. Perhaps even word of your victory. Okay. Also entweder zwei Adeligen einen Zettel geben oder bei einem Turnier als Champion mitmachen. Oh, die Wahl fällt nicht sehr schwer. Gut, also er freut sich exzellent und die Arena ist halt im Bürgerviertel und ich soll mit dem Turniermeister sprechen und ihm sagen, dass ich im Namen vom Harrimont kämpfen werde. Und die Kämpfer, die er da irgendwie verloren hat, weil sie ihm zurückgetreten sind, die finde ich dann dort irgendwie in den Vorbereitungsräumen oder so ähnlich. Ja, und wenn ich aber anfange zu kämpfen, soll ich mir sicher sein, weil nach dem ersten Kampf gibt sozusagen kein Zurück mehr. Und ihn finde ich in der Taverne, weil es gibt keinen besseren Ort, um Gerüchte aufzuschnappen. Und vielleicht hört er ja von meinem Sieg. Gut. Das ist der königliche Palast, genau. Ja, dann schauen wir mal rein in den königlichen Palast von Orsamar. Here we are. Der königliche Palast. Oh. Und das ist wohl der Thronsaal. Ja, weil da vorne ist auch der Thron. Kann ich mich da hinsetzen? Nee. Ich krieg mal den Codex-Eintrag. Und nicht mal 50 XP. Mal kurz Karte. Aha. Was ist da drinnen? Eine Kiste. Kiste. Wieder mal ein Liebesbrief. Und eine Rune. Gut, Journeyman ist jetzt nicht, zumindest keine Novizenrune. Was haben wir da? Eine Kiste. Kiste Nummer 1. Hey, das ist wieder so eine Glasphylactery. Sollte ich mal nachschauen, was das heißt. Das war doch auch im Magierturm. Viele von König Endrins Habseligkeiten sind hier in diesem Regal zu finden. Ein paar Trophäen sind darunter für seine lange Regentschaft. Aber unter diesen Sachen finde ich auch diese kleine Glasphylactery. Okay. Ja, die Luft ist wieder eiskalt, unnatürlich kalt und dunkel und ich nehme die mal. Und dann kommt wieder dieser Typ, oder? Dieser Orange oder Gelbe oder Rote oder Orange, ja. Der Revenant. Na gut. So, Hündchen, du schredderst ihn.
Alistair, du pummelst ihn, die Win faustet ihn, hoppala, ihn da, und die Morrigan vereist ihn. As you say. Und ich muss ja auch was machen. Ich flurry ihn. Jo, der hält was aus. Der letzte hat auch schon was ausgehalten. So, da der so gern auf die Morrigan geht, schickt man die mal ein bisschen zurück und so, die haut mal alles drauf. Die schwächt ihn. Dann haut sie ihn. Dann macht sie ihn verwundbar. Dann disorientiert sie ihn. Dann eist sie ihn rein. Yay! Dann blitzt sie ihn. Dann bolzt sie ihn. Dann macht sie ihn wieder schwächer. Hau alles drauf, Morrigan, geht schon. So, jetzt entziehst du ihm Leben. Und eist ihn wieder ein. Oh. Win kannst du. Ah ja, du hältst ihn eh schon. So, dann gib ihm mal heroik. Aura, heroische Aura und heroische irgendwas und lass ihn ein bisschen besser regenerieren. Morrigan hat fast kein Mana mehr, aber sie kann ihn zumindest schwächen. Ah, der ist schon tot! Das war ja cool. Und boah, der stirbt dramatisch. Woo, der stirbt dramatisch. Yay. So. Wieder mal. Oh, Kohle. Kohle. Kohle ist immer gut. Ich habe jetzt den ersten Leichengänger gebunden und den zweiten Leichengänger gebunden. Das heißt, es gibt noch weitere Leichengänger. Da ist noch eine Kiste. Lederhandschuhe. Gut. Weiter geht's. Im königlichen Palast. Alright. Was war das? Diebe! Feindliche Diebe! Hündchen! Komm, die kannst du wieder fressen. Wen frisst denn da am besten? Den Bogenschützen da. Friss ihn. Ja, lass das schmecken. Lecker Schmecker, Bäcker, yay. Lass meinen Hund in Ruhe, du. Weg von meinem Hund. Gehst du weg von meinem Hund? Stand dich. So, Hündchen. Shredder ihn. So, sehr gut. Hast du mich umgehaut? Du frecher Zwerg, du. So, das hast davon, dass du dich umhaust. Zack. Okay, das war's, oder? Ja. Ja, Überreste. Na, ist da noch wer? Da ist noch wer. What's going on? By the ancestors. Good on you, Warden. You caught them in the act. I guess desperate times drive people to strange things. Was geht hier vor bei den Ahnen? Gut gemacht, Wächter. Du hast sie in Flagranti erwischt. Verzweifelte Zeiten treiben Menschen wohl zu eigenartigen Taten. Obwohl, ist es so eigenartig für Diebe? Na gut, vielleicht im königlichen Palast ist das eigenartig. Ein leerer Raum. Warum macht sie da einen leeren Raum hin? Ich weiß nicht. So. Oh, da geht's nicht weiter. Jetzt habe ich eine Runde gemacht, oder? Ja, genau. Runde. Yay. Gut, dann wieder raus aus dem königlichen Palast. Gut, dann müssen wir eigentlich in diesem Diamantenviertel nur noch in das Anwesen vom Harrow. The Legion of the Dead Warriors secretly wear Prince Balin's colors. Das haben wir schon gehabt. Our prince has Orzammar's death.
Could the end of Orzammar be nigh? Turn to Lord Harrowmont and assure the future of Dwarven society. Ja, die Propaganda geht weiter. Ja, da können wir rein. Gut. Lauter Adelige stehen da herum. Boah, der hat einen Butler. Finde ich das cool. Ich hätte auch gerne einen Butler. Alright. Alright. Da ist aber nichts. Da ist nichts. Gut. Ah, da geht's runter. Eine Adelige. Da ist eine Schriftrolle. Yes, 50 XP. Kiste. Okay, ein Schild. Noch eine Kiste. And I'm off. Handschuhe und Eispferde. Okay. Tercy. You must be under great strain with the blight upon the land. I will pray to the stone for you. Das ist aber lieb von mir. Ich muss unter großem Druck stehen, weil die böse Verderbnis ja herrscht und sie wird zum Stein für mich beten. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt schon. Ja, das war's schon. Im Lord Harrowmont, seinem Anwesen. Ja, dann gehen wir mal zum Turnier. It'll be 2 years tomorrow. By all the holy sodding ancestors, how can you people just ignore that? Bronca didn't go alone, Ogryn. She took the whole house, everybody but you. So just get over to Tapster's and drown yourself already. You know as well as I do, that's how this always ends. You think I'm afraid of some cub warrior who's barely off the teach? Ha! You lift a weapon, or attack a single citizen in Orzammar, and you're stripped of your caste and exile. Even you can't have forgotten that. Get out of here before I call a guardsman. Den kann ich nicht ansprechen. Nee. Und weg ist er. Ja, ich würde sagen, wir gehen zum Turnier. Das machen wir aber auf jeden Fall im nächsten Teil. Bin schon gespannt auf das Turnier. Aber zuerst muss ich herausfinden, warum diese Kämpfer vom Harrowmont nicht mehr kämpfen wollen. Ja, gut, dann bis zum nächsten Teil.